Was geht ab, YouTube? George Coffee hier in Kroatien, diesmal in Pula, in einem Resort. Und eigentlich wollte ich erst morgen beginnen zu filmen, aber ich habe gerade so einen schönen Hintergrund. Das möchte ich euch zeigen, es ist wirklich wunderschön. Ich habe hier ein bisschen trainiert. Leider gibt es noch so eine Station, wo alles drauf ist, wo man sitzt, was man eigentlich für zu Hause hat. Auf dem habe ich ein bisschen variiert, ein bisschen gefreestylt, Rücken gemacht und Bizeps, weil ich meinen Rückentag noch nicht gemacht habe. Aber egal, ich zeige euch jetzt diesen Hintergrund. Und ab morgen filme ich euch einen schönen Urlaub. So. Vorhin war noch Gewitter, als wir im Gym waren. Das ist wunderschön. Wunderschön. Hin und her Fitness. Was ich immer sage, das Leben ist größer. Aber Fitness ist schon geil, auf jeden Fall. Leben genießen, Balance leben. In einer Balance leben. Dass es euch gut geht, dass ihr nicht zu viel Opfer bringt für etwas, was euch nichts bringt. Auf jeden Fall. Genug blablabla. Viel Spaß mit dem Video. Ich zeige euch jetzt, was ich im Alltag mache in Kroatien. Ich habe selber noch keinen Plan, das ist der erste Tag. Peace! Guten Morgen, YouTube. Es ist gerade 9 Uhr in der Früh. Ich bin in Kroatien, in Pula. Ja? Okay. Was geht ab, YouTube? Es ist ca. 39 in der Früh. Ich bin in Kroatien, ich bin in Pula. Und falls man das ausspricht. Und ich gehe gleich mit den kleinen Jungs, also mit Nanas kleinen Bruder und Nanas Cousin, die erste Trainingssession machen. Ich habe heute noch Rücken und Bizeps gemacht. Heute mache ich, jetzt in der Früh mache ich nur Chest. Und ich habe ein bisschen Bizeps nochmal, am Abend mache ich Rücken und Trizeps. Auf jeden Fall, was kann ich mir jetzt rein? Ich weiß nicht, ob man hier das Leitungswasser trinken kann wie in Österreich, weil in Österreich haben wir Bombenwasser. Gut, brauche ich mir mal ein bisschen Leitungswasser. Ich stelle das Mineralwasser in den Shaker. So. So. Und jetzt ballere ich mir gleich Protein rein mit Koffein. 50 Gramm Whey habe ich mir rein. Circa 50 Gramm. Das ist ein anderer Löffel. Ein Kaffee-Latte-Geschmack von Biotech. Der hat 150 Milligramm Koffein pro Portion, 80 Milligramm Koffein pro Portion. Ich habe mir zwei Portionen rein, also bringe ich die 160 Milligramm, also wie ein Espresso. So, kriegt den Scheiß nicht auf. Gehäuften Löffel. Ups, rein damit. So. So machen wir. So. Das wird dazu gemacht. Geht schon. Was ich dazu nehmen werde, ist einer meiner Lubik-Supplements, was ich jedem Athleten ans Herz legen kann, falls er die extra Kohle hat. Supplement nimmt. Wenn nicht, dann spart euch das Geld für echtes Essen. So, das hier, flüssiges HMB, hier Muscle. Von MuscleTech. Ich glaube, das ist die einzige Firma, die flüssiges HMB gemacht hat. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich glaube, Track Nutrition hat das auch, habe es noch nie ausprobiert, habe es noch nie gesehen und hat mir nur davon erzählt. Aber ich habe HMB schon öfter probiert und was meine Kunden haben für ihr Vorgehen, also was die berichten und was ich selber sehe, ist unfassbar. Aber bevor ich das sage, probiert es selber. Das ist ein echt geiles Supplement. Das ist das einzige Supplement, das ich sagen kann, mit Kreatin, das 100% funktioniert. So, das ist ein flüssiges HMB in den Kapseln. Die ballere ich mir jetzt rein. Und dazu der Shake. Und dann gehen wir ins Gym. Oh, ich bin zu schwach. Ah.
So Leute, ich war fertig mit dem Workout, ich habe Brust gemacht und ganz wenig Trizeps. Danach bin ich heim, mich ein bisschen rasiert, dass ich nicht zu haarig ausschaue. Habe jetzt ein Reispudding getrunken, ein paar Pommes mit Bananas geteilt und später werde ich noch mehr essen und gehe mal meinen Heimweg genommen nach dem Training. Jetzt werden wir ein bisschen chillen und sonnen lassen und Kroatien genießen. Ich zeige euch ein bisschen die Aussicht. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. So Leute, Niles und ich, wir sind schnell zu Hause. Hey Baby! Ich trinke jetzt, wir gehen gleich ein bisschen spazieren, ein paar Fotos machen und ich gönne mir jetzt noch einen Shake. So. Nee, Spaß. Gönn mir aber jetzt den... Habe ich den schon vorhin getrunken? Nein, vorhin habe ich Reisbrotchen. Jetzt gönne ich mir den Easy Zero mit... Koffein, eine fette Dosis. Hoffe ich, dass es mich ein bisschen über den Tag bringt. Das wird mein letzter Shake für heute sein. So Leute, wir tun gerade Geld wechseln. Weil wir haben keinen Kroner mehr. €200 for taking my picture. I'm making a video, so how much do you charge? Let me make a deal, okay? But do you have Instagram? Sorry? Do you have Instagram? No, sorry. Okay. Because otherwise I would give you a shout out. Okay. So. So Leute, wir haben Geld gewechselt. Der junge Mann war so höflich. Hat uns gesagt, wo der nächste Supermarkt ist. Weil ehrlich gesagt, im Resort sind die Preise ein bisschen teurer. Im Resort, im Supermarkt. Ja, im Resort meine ich. Im Resort. Resort? Im Resort, ja, der Supermarkt ist ein bisschen teurer. Ja. Und im Restaurant schmecken die Sachen kacke, aber es nicht gut. Ja, die schmecken echt kacke. In Wien sind die Jugo-Lokale viel besser. Aber... Die Preise sind so wie in Wien, aber schmeckt die scheiße. Ja. So, wie ist jetzt auf der Karte? Baby, zeig. Wo sind wir gerade? Wir waren jetzt hier, jetzt sind wir schon da irgendwo. Okay. Jetzt müssen wir dann bald... Nach links. Aber keine Ahnung wann. Hier schaut irgendwie komisch aus. Okay, wir machen das schon. Was? Nix, ich hab grad getan. Wie eine Ballerina. Bam, 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 bam. So, wir haben den Supermarkt gefunden. Also hat gesagt, sie schwört, wenn sie das irgendein Touristensupermarkt ist, dann wird sie auszucken. Und die Flaschen auf die Leute schlagen. Sie wird alle schlagen. Also schauen wir mal. Ich schütze wie verrückt, ich würde mich die Klimaanlage erwischen. Bam, Klimaanlage. Bam. Hier gibt es nicht nur eine Schokobanane, hier gibt es Schoko und Banane. Das ist original, das sind Freunde. Instagram, Bitch. Und hier gibt es nicht Ketchup, hier gibt es auch Ketchup. Ich zeige euch schnell, was wir gekauft haben. Cornflakes, Jaffa Cake, irgend so ein Kiwi, Limettenjuice, laktosefreie Milch für meine Cornflakes, Snickers Eis, so Soletti mit Erdnussbutter gefüllt und Gummizeug und Haribo mit Wassermelone. So Leute, ich bin jetzt im Hotel, im Zimmer, im Apartment. No, it doesn't matter. Just music. So, und wir gehen gleich in die Stadt, wir gehen was essen, aber davor gönne ich mir noch ein paar Cornflakes, diese Kakao-Dinger, die ich mir gekauft habe, diese Chocoloptice mit laktosefreier Milch und gleich gehen wir ins Restaurant. So Leute, jetzt gehen wir in die Stadt, ein bisschen essen, ein bisschen chillen, gleich zeige ich euch das Essen,
Und gleich ist der nächste Tag. Egal, das zeige ich dann noch. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir in die Stadt. Lager.